Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Money for Brothers Bundle von Arabi. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Money for Brothers, das Ganze am 26. Juni erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, so sieht das aus. Wir haben hier ein Bundle bestehend aus diversen Inhalten. Und zwar haben wir hier drei solche Kärtchen, solche Dinger dabei. Dann haben wir ein Shirt, einen ganzen Stapel voll Sticker und natürlich das Album an sich Money for Brothers. Das Ganze kommt hier in einer Papphülle, die ist noch eingeschweißt, bedeutet, wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und dann schauen wir uns das an. So, einmal hier bei der Schweißnaht bietet sich gut an. So. Also, so sieht das aus. Wir haben das Ganze hier in Grau gestaltet. Wir lesen hier einmal den Namen des Interpreten Arabi, darunter den Albumtitel Money for Brothers. Und darüber haben wir noch das Logo von Boss Musik. Dann hier unten links noch ein Verbraucherhinweis. Und zwar, der ist auf Englisch. Hier lesen wir Restricted. Under 17 requires accompanying parent or adult guardian. Also das heißt so viel wie unter 17 Jahren sollte man das eher nicht konsumieren. Und wenn, dann erfordert es einen Erwachsenen, eine Begleitperson quasi, einen Schutzberechtigten, einen Erziehungsberechtigten. Und die Begründung hierfür ist strong sexual content including nudity, dialogue, violence and language. Also hier ist scheinbar sexueller Inhalt, Nacktheit, gewaltige Sprache, Gewalttätigkeit in Sprache und harte Sprache. Also all das findet sich hier scheinbar auf diesem Album. Okay, auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 23 Tracks an der Zahl. Also gerade in den heutigen Zeiten, in der heutigen Ära eine Menge. Wir haben hier ohne Ende Features. Wir haben hier Features unter anderem mit dabei von Azad oder auch von Aye oder Jace. Ich glaube, insgesamt haben wir hier bis zu 10 Features mit drauf. Dann hier oben wieder beteiligte Logos und hier unten rechts gibt es noch einen Barcode. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Das ist die CD. Die sieht so aus. Wir haben hier so einen riesen Häuserblock. Oben lesen wir Arabi, darunter Money for Brothers. Und so sieht das dann aus. Wie gesagt, kommt hier ganz schlicht in einer Papphülle. Dann haben wir als nächstes Sticker mit dabei. Es sind unfassbar viele Sticker. Alle ident, kommen hier in so einer weißen Folie mit so einem weißen Papier hier. Und die Sticker an sich sind dann alle hier so kreisförmig in schwarz mit silbernem Aufdruck. Hier lesen wir auch wieder Brotherhood zweimal und in der Mitte M4B, also die Abkürzung für Money for Brothers. Und ansonsten, ja, wie gesagt, ohne Ende Sticker. Ich habe das Ganze mal interessenshalber durchgezählt, bin auf 44 Sticker gekommen. Also das ist echt unfassbar viel. 44 Mal gibt es hier diesen Sticker in diesem Bundle. Dann haben wir als nächstes drei so Hochglanzkärtchen. Ich muss ehrlich sagen, der eine. Okay, also die zwei hier sind blank. Hier einfach mit dem Cover nochmal quadratisch drauf, mit diesem grauen Rahmen rundum. Rückseite grau. Sind so, ja, sind so Plastikkärtchen und die sind eben entsprechend hier in seinem Hochglanzlook. Spiegelt sich auch ganz gut. Und das eine. Das dritte Stück hier ist scheinbar auch unterschrieben. Und zwar lesen wir hinten M4B, also Money for Brothers. Und dann haben wir hier noch Arabi stehen. Also die Unterschrift des Künstlers ist hier mit drauf. Schöne Sache. Und als letzten Boxinhalt, als letzten Bundle-Inhalt, haben wir hier dann noch ein Shirt mit dabei. Das Shirt kommt hier in schwarz. Und zwar sieht das Ganze so aus. So. Also wir haben hier ein schwarzes Shirt mit weißem Aufdruck. Der weiße Aufdruck befindet sich hier so auf der linken Brust. Hier lesen wir auch wieder M4B.
Und hier unten dann, das ist dann so im Bauch- bzw. Hüftbereich, lesen wir dann Brotherhood, auch wieder in weiß. Und auf der Rückseite ist das Ganze blank in schwarz. Also hier gibt es dann keinen Aufdruck mehr oder irgendwas. Das Ganze spielt sich dann auf der Vorderseite ab. So sieht das aus. Und bei diesem Shirt haben wir es zu tun mit einem Urban Classics in der Größe M. Das Ganze ist made in Bangladesch. Okay. Ja, made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Jetzt würde mich noch kurz interessieren, ob es hier irgendwo eine Info gibt zum Material. Genau, hier haben wir was. Sonst haben wir es hier zu tun mit 100% Baumwolle. Alles klar. Ja, hier auch nochmal. Made in Bangladesch. Gut, dann packen wir das Shirt wieder zusammen. Größe des Shirts konnte man meines Wissens frei auswählen, damals bei dem Bundle. Deswegen habe ich mich für Größe M entschieden. Und das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe M, wie gesagt, Größe frei wählbar. Dann haben wir dreimal dieses Cover, das Albumcover hier quadratisch auf dieser glänzenden Karte. Eine davon auch signiert, also mit schwarzem Stift unterschrieben. Dann Sticker ohne Ende, wie gesagt, 44 Stück habe ich gezählt, kreisförmig. Und natürlich das Album an sich, das kommt in einer Papphülle, Money for Brothers von Arabi mit insgesamt 23 Tracks und diversen Features. Jawohl, das Ganze gab es meines Wissens damals wirklich nur über den Support von Arabi zu bestellen, nicht irgendwie über Amazon oder sonst irgendwie offiziell, sondern wirklich nur über die Supportgruppe. Und ja, das ist der Inhalt. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn die Musik feiert, falls ihr Arabi unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.